unsere tolle Runde hast mir wirklich jetzt gezeigt, denn jeder weiß, nur mit Maske bringt man Lines über Hässlichkeit. Und mein Name, der ist Kai, alter, richtig kranker Diss. Bruder, war schon ziemlich krass, was du meintest, dass der kurz ist. Meine Augenbrauen sind dicker als mein Oberlippenbart. Ja. Deine Punchline sind noch wecker als der Flow in deinen Parts. Kommt ihr mit K.O. bei einer okayen Runde her? Komplett oberflächlich, trifft bei deinem Part ja dann wohl eher. Ich bin intolerant, aber nur Bezug auf Battleskill. Tut mir leid, dass ich hier keine Loser in meinem Battle will. Ich zeig dir nur mal, wie ne Punchline in dein Battle trifft. Paar Wortspiele mit meinem Namen, sorry Mann, die treffen nicht. Mein Name steht an 11. Stelle, hast ja richtig rausgehauen. Doch das Lustige daran, dafür muss sie in die Wiki schauen. Versuch doch wenigstens mal, mich im Battle hier mal rauszuhauen. Oder bring halt weiter deine Wortspiele ohne Punch und Schau. Astrid denkt, sie macht die Bill, richtig geile Runde, schafft ins Halbfinale, aber sie verliert in allen Punkten. Du schadest dem Battle hier mit der Qualität. Dachtest du, dass du hier nach wirklich im Finale stehst? Ja, du kannst hier gar nicht. Du fliehst panisch. Denn der Sieger hier ist Kai, krieg dich besser wieder ein, denn du weißt ja. Meine Zeilen lassen bluten, wenn sie's Gehör eindringen, war echt mies. Deine Zeilen lassen bluten, wenn man den Text mal liest. Alter, Astrid, wirklich harte Zeilen. Vielleicht mit mehr als zwei davon kommst du ins Finale rein. Yo, du hattest recht, dass ich nach der Runde heulen kann. Wie könnte ich auch anders? Ich muss diese Scheiße kontern, Mann. Außer Wicked Lines, dies das wirklich hängen bleibt. Nach dem Battle wünschte dir, ich hätte auch nicht eingereicht. Sie nennt mich Kappa, echt ein richtig geiler Wortwitztrank. Ich bin nur der Kappa, weil ich dich in dein Scheiß drauf schick, Mann. Sagst, dass ich nach dem Battle an der Wand bin, Digga, krank. Du bist nach dem Battle in einem Schrank wie deine Manga-Sammlung. Wirkst ja richtig schlecht mit dem Basketball im Arm. Doch die Niederlage nimmst du damit trotzdem dankend an. Die Fuchsmaske bleibt hier liegen, ich bin jetzt der Täter. Warum krieg ich immer die untalentierten Gegner? Astrid denkt, sie macht hier ne richtig geile Runde, schafft ins Halbfinale, aber sie verliert in allen Punkten. Du schadest dem Battle hier mit der Qualität. Dachtest du, dass du hier nach wirklich im Finale stehst? Ja, du kannst hier gar nicht. Du fliehst panisch. Denn der Sieger hier ist Kai, krieg dich besser wieder ein, denn du weißt.